Boll und Patrick Franziska. Patrick Franziska, der ja hier sehr souverän auch schon deutscher Meister im gemischten Doppel nennen darf. Boll sich einen weiteren Titel im Einzel sichern. Ich sag mal den Roger Federer des Tischtennis. Stammspieler, die herausragenden Spieler in der Nationalmannschaft, die auch und schreiben 13. Mal im Einzel. Sehr gut. Relation zum Timo Boll hat Timo Boll auf der anderen Seite derjenige, der ja Tischtennis viel mit 5:3 führt. Sehr gut hier das. Sehr guter Ball von Timo Boll. Verschont geblieben ist. Hier die Spezialität von Timo Boll zu treffen. Klasse. Sehr gut hier. Sechs zu sechs. Und eben, das macht Timo Boll par excellence. Und sehr gut. Zu lösen. 8:6 Führung für Timo Boll. So schnell kann es gehen. Mit seiner starken Vorhand zum Punkt kommt. Und die 4 Satzbälle für Timo Boll. Diesen Marathon deutschen Meisterschaften wegstecken, dieses Programm, was er bislang abspult. Timo Boll ist bereit gewesen, immer die bessere Antwort bislang auf die aggressiven Vorhand-Topspins von Patrick Franziska. Ist die Frage, warum Patrick Franziska häufig umläuft, warum er nicht seine starke Rückhand einsetzt. Sicherlich nicht ganz leicht auf die Welle von... Schlag parallel. Franziska im Augenblick nicht in Timo Boll in die tiefe Vorhand zu beschäftigen, immer wieder bereit zu sein, dort in der tiefen Vorhand zu arbeiten. Und am Wald... Aber bislang spürt Patrick Franziska, ich will es andersrum ausdrücken, bislang hat Timo Boll immer die bessere Antwort. Hat die ein oder andere Chance eben auch insgesamt ausgelassen und etwas mehr parallel ausrückend mit der Rückhand in die Diagonale zu spielen. Für Borussia Düsseldorf Spiele
Und dieses Jahr werden es meine letzten deutschen Meisterschaften sein. Ein Turnier, das ich auf die Tour, auf die Europa- und Weltmeisterschaft, nur natürlich auch auf die Olympischen Spiele konzentrieren und gleichzeitig natürlich auch auf wirklich Schwierigkeiten, die Aufschläge gut zu lesen. Spannung verloren, zu aufrecht. Und das nutzt natürlich ein Timo Boll so. Andere, sondern etwas mehr mit Seite, etwas mehr mit Seitunterschnitt auch. So. Und er wird direkt unter Druck gesetzt hat. Und Timo Boll kommt so dazu, sein Spiel sehr, sehr gut aufzubauen. Timo Boll mit 3:0 führt gegen Patrick Franzis. Bislang ist es ja eine klare Sache für Timo Boll, der hier wirklich sehr, sehr gut. Bislang ist es ja eine klare Sache für Timo Boll, der hier wirklich sehr, sehr gut. Aus diesen kleinen Punkten, die ein Timo Boll wirklich aus dem FF beherrscht, lösen zu können. Franziska ist da in der Lage, ja, mitzuhalten normalerweise, aber bislang Patrick Franziska. Aber jetzt 2018 einen ganz großen Schritt gemacht hat. Aber sehr, sehr. Sehr gut gespielt von Timo Boll. Ja. Parallel spielt, dann abgestochen. Und zu schicken, dass das vielleicht noch mal ein Weg sein könnte. Mit der Rückhand aggressiv spielen zu können. Lassen will natürlich sich jetzt hier in dieses Spiel hineinfighten, hineinkämpfen. Sehr gut gelaufen. Dieser Ball hat noch die Kante touchiert. Und Option hat, muss er stehen bleiben, um mit der Rückhand aggressiver zu spielen. Sehr gut selbst bewegt. Sehr, sehr gut. Besseres Ende für Timo Boll. 3 Matchbälle. Und mit dem besten Ball. An seiner eigenen Legende. Wir freuen uns, dass er uns im internationalen Bereich noch viele Jahre erhalten bleibt. Was für eine Demonstration. Sicherlich Patrick Franziska wird ein klein wenig enttäuscht sein. Vielleicht hat er ein klein wenig hier Tribut gezollt diesem großen Matches, diesen vielen Matches, die er eben hier spielen musste. Auf der anderen Seite hat Timo Boll hier einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass er ein ganz, ganz großer Sportler ist und hat Maßstäbe gesetzt. 13 Einzeltitel, vielleicht.